Eines der häufigsten Themen, die ich mit unseren Mandanten und unseren Kunden bespreche, ist das ganze Thema Privateinlage und Privatentnahme als Einzelunternehmen. Und all diese Fragen und alle Komplikationen möchte ich in diesem Video einmal besprechen. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und das ganze Thema Privateinlage und Privatentnahme sorgt regelmäßig für Verwirrung und ehrlicherweise sind da auch einige Mythen im Umlauf, die so gar nicht stimmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mir einfach mal Zeit und beantworte das ganze Thema umfassend in einem Video. Das Wichtige vielleicht erstmal vorab, ich kann dir nur dringendst empfehlen, zwei separate Konten zu führen. Ein Konto für all deine privaten Transaktionen, Einnahmen und Ausgaben und ein Konto für all deine geschäftlichen Einnahmen und Ausgaben. Das hat unterschiedliche Gründe. Und weil ich schon so vom inneren Auge so die ersten Kommentare sehe, ja, ich weiß, es gibt keine gesetzliche Pflicht, ein separates Geschäftskonto zu haben. Deswegen, gesetzlich musst du das nicht tun, aber es gibt unterschiedliche Gründe, warum ich denke, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Der erste Punkt ist die Ordnung und die Klarheit. Du musst in deiner Einnahmenüberschussrechnung, die du einmal im Jahr machst, ja alle deine betrieblichen Einnahmen und Ausgaben erfassen. Und das ist so einfach, wenn du alles auf einem Konto hast, und zwar ausschließlich die geschäftlichen Transaktionen auf einem Konto hast, dann ist ehrlicherweise deine Buchhaltung und deine Einnahmenüberschussrechnung schon zur Hälfte fertig, weil du einfach diesen Kontoauszug durcharbeiten musst und nicht unterschiedliche Kontoauszüge, unterschiedliche Belege und Kreditkartenabrechnungen und so weiter zusammensammeln musst. Du hast alles an einem Ort, das heißt, du sparst dir erheblich Zeit im Bereich der Buchhaltung und der Steuererklärung. Zweitens hast du häufig mal Probleme mit der Bank. Ich erzähle dir einfach mal eine persönliche Geschichte. Das Konto, was ich für meine erste Selbstständigkeit verwendet habe, wurde mir geschlossen. Weil ich hatte das geöffnet als privates Konto, also als Gehaltskonto, und ich habe es aber auch genutzt als Geschäftskonto. Und ehrlicherweise, das war für die Bank nicht so besonders schwer herauszufinden, weil ich halt ganz viele Geldeingänge hatte, wo in den Überweisungszweck immer Rechnungen und eine Rechnungsnummer stand. Es war also relativ offensichtlich, dass ich das Ganze als Geschäftskonto genutzt habe. Und normalerweise hast du bei Banken entweder ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto. Ein gemischtes Konto gibt es in der Regel so nicht. Deswegen läufst du immer Gefahr, dass dir dein Konto geschlossen wird, wenn du es nicht ganz klar privat oder ganz klar geschäftlich nutzt. Der dritte Punkt, warum die Trennung zwischen privat und geschäftlichen Finanzen wichtig ist, sind Betriebsprüfungen. Das Finanzamt kann bis zu 10 Jahre in der Zukunft noch bei dir ankommen und dich fragen, wie du denn deine Buchhaltung gemacht hast oder deine Steuererklärung. Und diese 10 Jahre musst du auch all deine Unterlagen aufbewahren. Das heißt, du hast eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist für deine Buchhaltungsunterlagen von 10 Jahren. Ich habe zu dem ganzen Thema übrigens schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Das heißt, wenn du noch gar nicht weißt, wann und wie lange du eigentlich deine Unterlagen aufbewahren solltest, dann schau da unbedingt einmal vorbei. Das Ganze gilt natürlich für deine Buchhaltungsunterlagen und nicht für deine privaten Finanzen. Wenn du jetzt aber gemischte Konten hast, das heißt, du hast mal private und mal berufliche Transaktionen gemischt auf einem Konto, dann musst du halt alles aufbewahren. Und dann musst du dem Finanzamt auch alles offenlegen, wenn sie mal eine Betriebsprüfung durchführen. Wenn du das Ganze ganz sauber getrennt hast, dann musst du dem Finanzamt natürlich nur deine betrieblichen Finanzen offenlegen und nicht deine privaten. Das heißt, meine Empfehlung ist, trenne diese Finanzen ganz, ganz klar. Auf deinem Geschäftskonto sollten all deine betrieblichen Einnahmen ankommen. Das heißt, auf deinen Rechnungen, die du schreibst, schreibst du die IBAN von diesem Konto. Und dann kommt ja da das ganze Geld an. Und dann solltest du auch alle betrieblichen Ausgaben von diesem Konto zahlen. Und zwar nur von diesem Konto. Jede Transaktion auf diesem Konto sollte betrieblich veranlasst sein und es sollte nirgendwo anders sein. Auch wenn du beispielsweise PayPal benutzt, dann trenne das und habe 2 PayPal-Accounts und verknüpfe den betrieblichen PayPal-Account mit deinem Geschäftskonto und mit dem privaten kannst du machen, was du willst. Das ist steuerlich ehrlicherweise sowas von egal. Und auf deinem privaten Konto und privaten PayPal und private Kreditkarte kannst du machen, was du willst. Aber bitte vermische das nicht. Dein Geschäftskonto sollte rein betrieblich genutzt werden und alle Transaktionen sollten über dieses Konto laufen. Und in diesem Zusammenhang bekomme ich ganz häufig eine entscheidende Frage. Was mache ich denn, wenn ich Rechnungen bezahlen muss und ich nicht genug Geld auf dem Geschäftskonto habe? Oder aber, was mache ich denn um Himmels Willen, wenn auf dem Geschäftskonto die ganze Zeit das Geld ankommt, ich aber private Ausgaben habe, da kommt ja kein Geld an. Wie soll ich das Ganze denn machen? Und dann machst du halt einfach eine Privatentnahme oder eine Privateinlage. Und das ist auch relativ einfach, weil es für dich als Einzelunternehmer oder als Einzelunternehmerin steuerlich überhaupt gar keine Auswirkung hat. Du kannst da wirklich täglich oder stündlich Geld hin und her überweisen und ich würde dir immer vorschlagen, wenn du eine geschäftliche Rechnung bezahlen musst und
der Kontostand da nicht ausreicht, dann überweise dir das Geld von dem privaten Konto auf dein Geschäftskonto und bezahle dann von da die Rechnung. Bitte nicht dann eine Ausnahme machen und so weiter. Trenn das sauber und du kannst so oft Geld hin und her überweisen, wie du nur möchtest. Das ist in der steuerlichen Berechnung vollkommen ausgeschlossen und es hat einfach überhaupt gar keinen Einfluss. Das bedeutet auch, dass du in deinem Rechnungstool oder bei Contest diese Transaktionen idealerweise immer als privat kategorisieren solltest, damit das aus der steuerlichen Berechnung ausgeschlossen ist. Das Ganze würde ich auch im Überweisungstext machen. Das heißt, wenn du da einfach immer Privateinlage oder Privatentnahme schreibst, dann erkennen die ganzen Algorithmen in Contest beispielsweise automatisch, dass es eine Einlage ist und dann gibt es da gar keine steuerlichen Konsequenzen. Das ist alles, was du über Entnahmen und Einlagen wissen musst, wenn es um Geld geht. Allerdings gibt es ja auch manchmal Gegenstände, sei es nun ein Auto, ein Laptop, ein Handy, ein Fahrrad, was auch immer. Es kann ja immer mal sein, dass du bestimmte Dinge privat kaufst, die du anschließend in erster Linie für deine Selbstständigkeit nutzt. Oder du kaufst bestimmte Dinge für deine Selbstständigkeit, die nutzt du dann anschließend aber ausschließlich privat, weil irgendwie war der Zweck der Anschaffung dann doch nicht gegeben. Und da wird das Ganze leider ein bisschen komplizierter. Ein bisschen einfacher noch ist die Privateinlage. Das heißt, ich habe irgendetwas privat bekommen oder privat gekauft und nutze es anschließend betrieblich und möchte das irgendwie von meinem Privatvermögen in mein Geschäftsvermögen einbringen. Gehen wir mal davon aus, ich habe diesen Laptop entweder privat gekauft oder ich habe ihn auch geschenkt bekommen und nutze den dann aber jetzt ausschließlich für meine Arbeit. Dann ergibt das durchaus Sinn, dass du diesen Laptop ins Privatvermögen einlegst. Das musst du nicht machen. Du kannst auch für deine Selbstständigkeit privates Equipment nutzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Du hast dann aber keinerlei steuerliche Vorteile. Und es ist durchaus finanziell attraktiv, wenn du diese Gegenstände, die du eigentlich privat hattest, in dein Betriebsvermögen einlegst, weil du dann die Abschreibungen tatsächlich in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst und so weniger Steuern zahlst. Das Ganze muss aber sauber dokumentiert werden. Und wie du das genau machst und wie du mit dieser Methode tatsächlich auch Steuern sparen kannst, das habe ich dir schon mal in einem separaten Video erklärt. Und zwar in diesem hier. Deswegen schau da unbedingt einmal vorbei, wenn du eventuell geschäftlich für deine Selbstständigkeit bestimmte Dinge nutzt, die du eigentlich irgendwann mal privat angeschafft hast. Ein bisschen schwieriger ist die Sachentnahme. Wenn ich diesen Laptop nicht privat gekauft habe, sondern für mein Unternehmen gekauft habe und anschließend brauche ich ihn für mein Unternehmen aber nicht und ich entnehme dem Unternehmen und nutze sie anschließend ausschließlich privat, dann musst du nämlich eine Sachentnahme buchen und das ist ein bisschen aufwendiger. Warum das so ist, ist eigentlich auch relativ leicht erklärt, weil wenn ich diesen Laptop gekauft habe, beispielsweise für 1190 Euro brutto, dann sind da ja 190 Euro, also 19% Umsatzsteuer enthalten und die kann ich als normal Regelbesteuer ja in meiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Das heißt, ich habe ja eigentlich nur den Nettopreis gezahlt. Und wenn ich das Ganze jetzt in mein Privatvermögen übertrage, dann habe ich ja nur den Nettopreis gezahlt und dem Finanzamt geht in gewisser Weise eigentlich die Umsatzsteuer verloren. Und das führt halt dazu, dass ich für Sachentnahmen tatsächlich Umsatzsteuer zahlen muss. Das heißt, wenn ich diesen Laptop jetzt direkt kaufe für mein Unternehmen, ich aber sofort merke, oh, ich nutze den ja nur privat, dann muss ich diese Entnahme dokumentieren und müsste in dem Fall dann 190 Euro tatsächlich Umsatzsteuer wieder abführen. Wenn der Laptop aber in der Zwischenzeit die Hälfte an Wert verloren hat, dann müsste ich halt die Hälfte nochmal an Umsatzsteuer zahlen. Das heißt, dann von 1000 Euro hat sich der Wert eventuell reduziert auf 500 Euro und dann entnehme ich diesen Laptop dem Betriebsvermögen und dann müsste ich halt noch auf 500 Euro die Umsatzsteuer abführen. Das heißt, ich muss bei Sachentnahmen erstmal den Wert ermitteln, wie wertvoll ist dieser Gegenstand eigentlich, den ich jetzt in meinem Privatvermögen entnehme. Und dann muss ich eventuell sowas wie ein Veräußerungsgewinn versteuern. Das heißt, ich muss das so behandeln, als wenn ich das irgendwo anders verkaufen würde. Das heißt, ich muss genau schauen, wie viel Wert hat dieser Gegenstand eigentlich und wie hoch ist eigentlich der Buchwert. Also die Anschaffungskosten minus die Abschreibungen. Und wenn sich das unterscheidet, also wenn der Marktpreis gerade höher ist als mein Buchwert, dann muss ich eventuell nochmal einen virtuellen Gewinn versteuern und auch die Umsatzsteuer abführen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich deine Fragen beantworten rund um die Themen Privatentnahmen und Privateinlagen. Wenn du dazu noch Fragen oder Anmerkungen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, was für ein Quatsch, das ist doch ein Thema, was der Steuerberater erledigen sollte und nicht ich als Selbstständiger. Auch dann gebe ich dir recht, dafür gibt es ja Steuerberater. Uns zum Beispiel. Wir helfen dir gerne bei deiner Buchhaltung und deinen Steuererklärungen. Und wie das Ganze funktioniert, was du von uns erwarten kannst, was wir eventuell von dir erwarten, das erfährst du, wenn du hier klickst. Kannst aber natürlich auch erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.